Feuer, Blut und Höllenqual. Im 17. Jahrhundert zog sich durch die Steiermark eine Spur des Schreckens. Der dichte Qualm von Hexenbränden verfinsterte in mehreren Bezirken die Sonne. An diese Zeit des Aberglaubens, des Wahns und der Unmenschlichkeit erinnern heute noch beklemmende Protokolle. Das Stift Rhein. Wer heute die bestens erhaltene Bausubstanz dieses alten Stiftes betrachtet und sich an seiner architektonischen Schönheit erfreut, wird durch nichts an jenes dunkle Zeitalter erinnert, als mit dem Segen der Kirche Menschen auf grausamste Art vernichtet wurden. Im Stiftsarchiv jedoch ist auch dieses dunkle Kapitel der Geschichte dokumentiert. Wir befinden uns im ältesten, ununterbrochen bestehenden Zisterzienserstift der Welt. Es wurde im Jahre 1129 vom Traungauer Markgraf Leopold dem Starken gegründet. Das Stiftsarchiv hat spätgotische Gewölbe aus den Jahren 1501 bzw. 1517 und zählt zu den größten Privatarchiven Mitteleuropas. Unsere Archivbestände sind nicht nur wichtig für die Hausgeschichte des Klosters, sondern auch sehr bedeutend für die Landesgeschichte, für das Werden des Landes Steiermark. Werken lagert Vergangenheit. Manches, auf das man stolz ist, aber auch andere brisante Akten, über deren Inhalt man nicht so gerne spricht. Im Stiftsarchiv Rhein verwahren wir auch eine ganze Reihe von Prozessakten, von Kriminalgerichtsfällen. Ungefähr 17 dieser Prozesse beziehen sich auf die sogenannten Hexenverurteilungen. In der Quelle dieser Prozessakten heißt es immer in puncto magiae, also verurteilt wegen Zauberei. Es ist heute unvorstellbar, wie leichtfertig Menschen einst unter dem Schutzmantel ungerechter Gesetze und unter Berufung auf den vermeintlichen Willen Gottes gefoltert, getötet und öffentlich verbrannt werden konnten, weil man sie als Hexer und Hexen bezeichnete. Es genügte zum Beispiel, wenn eine Frau ein besonderes Wissen über Heilkräuter hatte. Schon konnte sie als Hexe angeklagt, gemartert und zuletzt verbrannt werden. Eine einfache Verleumdung genügte und es wurden die Schergen einer Vernichtungsmaschinerie aktiv, die weder Körper noch Seele ihrer Opfer schonte. Der Hexenglaube ist ein Phänomen, das im 16. Jahrhundert zum ersten Mal auftritt und fast 200 Jahre hindurch die Menschen beschäftigt, viele Prozesse auslöst, wahrscheinlich auch viel Unglück über Menschen gebracht hat. In dieser Zeit des Hexenwahns genügte es für ein Mädchen bisweilen schon, besonders hübsch oder groß zu sein, um in Verdacht zu geraten, mit bösen Mächten in Verbindung zu stehen. Umso mehr, wenn sie nach geheimnisvollen Rezepten arbeitete. Auch dachte man schnell an das Werk einer Hexe, wenn sich in einem Haus der Wein auffallend lange hielt. Heute wissen wir, in wessen Köpfen tatsächlich böse Mächte tätig waren. Hinter die Mauern der grenznahen Stadt Radkersburg führt eine besonders schauerliche Spur. Hier war einst der berüchtigte Blutrichter Johann Wenzeisen am Werk. Er zeichnete sich, geschützt durch ein kaiserliches Patent, durch besondere Grausamkeiten aus und ging als gnadenlosester Vollstrecker in die wahnwitzige Geschichte der Hexenverfolgung in der Steiermark ein. Was Menschen einst unter dem schaurigen Blutamt des Radkersburgers Wenzeisen zu leiden hatten, bleibt unvorstellbar und unbeschreibbar. Die verzweifelten Schreie, die ungehört hinter solchen dicken Mauern verhallten, bis man unter schrecklichster Folter Geständnisse erpresst und gehört hatte, was man wollte, klagen noch heute an. Das alte Gemäuer umschließt die Erinnerungen an die Wahnbegebenheiten, während der Blutrichter sich in seinen Grabstein die Worte meißeln ließ: In Gott selig entschlafen.
Johann Wenzeisens Spur führte auch nach Gleichenberg und Feldbach. Wo immer Denunzianten den Boden bereiteten, ging zu jener Zeit eine mörderische Saat auf. Diese traf auch Barbara Musecker aus Geisthal. Wir würden heute sagen, sie war ein Kräuterweibel, die mit verschiedenartigsten Kräutern, sowohl im Garten als auch auf der Alm, sowohl das Vieh als auch den Menschen versucht hat zu heilen. Der Tatbestand der Häresie oder der Gotteslästerung geht aus folgendem Part hervor. Vor dem Ausgraben der Wurzeln hat sie ein Gebet gesprochen. Und zwar ging das so vor sich. Sie pflegte ihre Kristallen, so heißt es da in der Quelle, auf die Erde zu stellen, neben der Wurzel, die sie zuvor ausgegraben hatte. Dazu legte sie einen Rosenkranz, der nicht geweiht war, und damit es eben eine bessere Kraft haben sollte. Damit erschien der Tatbestand der Hexerei eindeutig erwiesen. Im Geisthaler Buchhaus wurde Barbara Moosecker eingekerkert und auf den Prozess vorbereitet. Eine Greisin, die sich auch dadurch verdächtig machte, dass sie schon 100 Jahre alt war. Wir sind hier in der Geisthaler Stube im Schloss Steins. Diese Stube, wie der Name schon sagt, befand sich ursprünglich im Geisthal, im Buchhaus. Und diese Stube ist ein Relikt aus der Zeit der Hexenprozesse. 1647 hat in dieser Stube ein großer Hexenprozess stattgefunden. Wie Barbara Moosecker gingen damals viele verdächtige Frauen, aber auch Männer, hilflos einem schrecklichen Ende entgegen. Es war damals für die Richter ein Wesentliches, dass nur Personen verurteilt werden konnten, die ein Geständnis abgelegt hatten. In diesem Prozessakt geht hervor, dass sie nicht nur gütlich verhört worden ist, das heißt nur so befragt wurde, sondern auch peinlich. Also in der Folterkammer. Was einst in aller Sachlichkeit schwarz auf weiß aufgezeichnet wurde, ist heute ein Dokument des Grauens. Urtel ist die Originaldiktion. Auf diese hiervor gütliche und peinlichen Aussage haben Sie, allda anwesenden Herrn Beisitzer und Rechtsprecher, einhüllig zu Urteil und Recht gesprochen und erkennt, dass diese Weibsmalefizperson namens Martha Moosekerin wegen ihrer großen begangenen Sünd und Missetaten halber das Leben verwirkt und den Tod verschuldet hat. Auf die peinliche Befragung folgte die Verurteilung. Dann wurde der Henker aktiv und zuletzt rauchten die Scheiterhaufen. Die Prozessakten in puncto Magie beziehen sich nicht nur auf Malefizpersonen von Frauen, sondern, und das ist erstaunlich, es wurden hier mehr Männer als Zauberer oder Hexer zum Tode verurteilt. Man kann diesen Ereignissen von einst eigentlich nur mit verständnislosem Kopfschütteln gegenüberstehen. Sicher war es nicht nur menschenverachtender Wahn, der die Blutrichter und Henker zu ihren Taten trieb. Vielleicht war es auch eine tiefe Unsicherheit und Angst. Das Loch ist Schlussloch, Böschen, ja, und nichts mehr recht gesehen. Als weg der Weide, all Fleisch von mir, nur der blanken Knochen stehen. Die Zeit der Hexenverfolgung war eine Zeit des Wandels, des Aufbruchs zu neuen Erkenntnishorizonten. Es war die Zeit der Alchemisten und heimlichen Forscher, die dem, was die Welt im Innersten zusammenhält, mit neuen Rezepten und Mixturen näher kommen wollten. Es war die Zeit, in der das Experimentieren und Ausprobieren den blinden Glauben ersetzen sollte. Und es war auch eine Zeit, in der viele Schranken der bisherigen Weltsicht durchbrochen wurden.
Das Licht neuer Erkenntnis leuchtete freilich nur wenigen. Und den berüchtigten Stein der Weisen fand niemand. Aber die Unsicherheit, die jeder neue Aufbruch bringt, durchflutete die Seelen vieler Menschen und bereitete auch den Boden für Aberglauben und Hexenwahn. Bei aller Schrecklichkeit jener Zeit bleibt uns doch ein Trost. Auch lodernde Scheiterhaufen konnten den Drang des Menschen nach neuem Wissen nicht zum Verstummen bringen.